einmal auf der Spiel 2014 in Essen, diesmal bei Steve Jackson Games. Bei mir ist Andreas Stein, der jetzt die Nachfolge von Birger Krämer übernimmt. Hallo Andreas. Hallo. Und Andreas, wollen Sie jetzt etwas über die Neuheiten von Steve Jackson Games erzählen? Erzähl mal, was habt ihr denn Neues? Also neu für Spiel haben wir gerade Mars Attacks, The Dice Game. Wir haben Castellan wiedergebracht von letztes Jahr. Und das sind eigentlich die neuesten Sachen, die wir jetzt gerade haben. Es kommen natürlich viele neue Sachen noch dadurch. Wir werden nächsten Monat haben wir eine neue Druckung von die klassische Core Wars. Und es gibt neue Munchkin-Sets in 2015 auch, die wir auch schon gezeigt haben. Das Munchkin Steampunk kommt nächstes Jahr. Und wir werden die neue Version von Core Wars auch haben, nach einem Kickstarter. Wisst ihr schon, wann der Kickstarter ungefähr starten wird? Wie? Wann der Kickstarter ungefähr starten wird, wisst ihr schon? Ich glaube, irgendwann im Frühjahr soll das sein. Wir arbeiten gerade auf das neue Spiel. Es soll ein bisschen einfacher sein, ein bisschen streamlined, dass halt neue Leute auch Core Wars lernen können. Und da wird dran gearbeitet. Ich habe ein paar Playtests gemacht und es sieht Spaß aus. Okay. Gibt es sonst noch etwas, was du gerne der Welt mitteilen möchtest? Nein. Okay, dann danke mir dir für die Information. Bitte sehr.